So, hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge. Und heute habe ich hier noch ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, ich glaube, wir waren ungefähr bis hier. Und das alles, also das hier oben hatten wir schon. Das habe ich neu hinzugefügt. Und das hier oben auch noch. Und zwar, ich habe ein paar Ideen heute so gehabt, was ich dann hier so noch ins Spiel mit einbringen kann mit euch. Und ja, das habe ich dann jetzt mal hier so ein bisschen aufgeführt. Wir werden aber erstmal weitermachen an unsere Einstellungen hier. Wir müssen da noch einiges ändern. Ich habe schon ein paar Icons wieder hinzugefügt. Hier sind diese ganzen habe ich neu hinzugefügt. Und zwar, wir werden noch bald den Shop machen noch. Deswegen habe ich das schon mal eingefügt. Und die HD-Icons hier, wenn wir das jetzt Ganze nutzen. So, Health ist für den Shop schon mal so ein Basis-Item, dass man sich Leben kaufen kann. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Und zwar Farbe auf Standard. Weiß ich gar nicht. Warte mal, wird Standard mit D oder mit T am Ende geschrieben? Das müsste ich jetzt einmal kurz googeln. Standard. Ah, habe ich richtig geschrieben. Ja, ich war mir jetzt gar nicht so sicher. Setzen. So, und wenn wir jetzt hier drauf klicken, dann machen wir einfach, müssen wir den hier nur wieder umbenennen. B set to default. So. Hier klicken wir dann wieder drauf. db.backcolor gleich color.silver. Silber, denken wir mal, ist unsere Standard-Color. So. Farbe ändern. Orange. It look like a rainbow. So. Zack. Jetzt gehen wir zurück. Einstellungen. Ach, wir müssen die Transparenz setzen, Farbe auf Standard setzen. Jetzt gehen wir. Ja, okay. So, Groupbook 2. So, hier oben haben wir den wie Silber gesetzt. Transparent. So. Jetzt passiert das nämlich nicht mehr. Ja, so, jetzt haben wir das soweit fertig mit den Farben. Mit dem Rendern, das machen wir irgendwann später. Das ist so ein kleiner Nebenfehler. Den kann man später noch verbessern. Mir fällt da jetzt gerade auch nicht ein, was ich da so machen könnte. Und zwar jetzt werden wir uns mal um die Auflösung kümmern. Machen wir wieder eine. Können wir direkt die Groupbox hier reinfügen. Ich weiß gar nicht. So, jetzt machen wir Groupbox. Auflösung festlegen. Jetzt machen wir hier mal eine. Wie machen wir das denn am besten? Eine Combo-Box wäre am besten, glaube ich. CB Breite. So, so, jetzt googeln wir einmal was. Und zwar alle Auflösungen, die mit 16 zu 9 Bildschirm aufgerufen werden. PC-Auflösungen. Ich glaube, 16 zu 9. Monitorauflösungen da. Was haben wir denn hier so Schönes?
Nein, wir wollen jetzt hier nichts spenden. Wir wollen ja auch keine Werbung verteilen. 72. Okay. Da, 16 zu 9. Breite ist das hier. Das ist die Breite. Okay. Ungefähr 16 zu 9, das Bau. Müssen jetzt gerade mal gucken. Dann fangen wir mal ganz unten an. Oh, das sind die 16K. Oh. Full HD. Nee, doch, doch, Full HD. Hex. Brauchen wir alles gar nicht. Da. High Definition. Full HD. HD. So. Das ist die Breite. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt die Breite? Das ist die Breite. So, hier tragen wir die Breite mal ein. Und das ist die Höhe. Eins, neun, zwei, null. So. Brauchen wir noch zwei Labels. Und zwar. So. Wir brauchen jetzt noch das normale HD. HD Ready. 720. Zu 1280. So. Vielleicht können wir das hier auch noch sortieren. PlayStation Portable. Cool. 16.9, 16.9, Quarter HD. HD Ready. 800 mal 600, was ist denn damit? Sehe ich jetzt gar nicht. 16.000. Da 800 mal 6 Super VGA. Und wenn wir das jetzt ausführen, haben wir hier. Wir machen die beiden aber. Dropdown simple. Und zwar, wir werden hier die Auflösung vorgeben. Oder machen wir das so? Ich weiß gar nicht, wie wir das machen sollen. Ob wir das jetzt mit so einem Dropdown-Menü machen, aber das sieht auch ein bisschen doof aus. Nein, wir machen das komplett anders. So, alles wieder löschen. So, Yannick entscheidet sich wieder um. Wir machen das mit Radio-Buttons. Ne, das nehmen wir anders. 1920 mal 1002, so.
720 mal 1280. 800 mal. Warum schreibe ich die ganze Zeit ein C? 603. Nein, 600. Da fehlt noch ein 0. So. Dann haben wir drei Auflösungen. So, und jetzt brauchen wir noch zwei Picture-Boxen. Ziehen wir uns gerade nochmal hier rein. Picture-Box. Full HD. Und Auto-Size. Hey. Die wollten wir gar nicht anklicken. HD. Auto-Size. So, das ist. Check it, true. Hier fehlt aber noch eine Auflösung. Sonst importieren wir noch mal eben was. VGA heißt das, glaube ich. Da findet man natürlich viele. 600. Auflösung gibt es auch nicht. Jetzt müssen wir uns schnell was einfallen lassen. Monitor, ob es da irgendwas Tolles gibt. Irgendwie sowas, was schön grafisch darstellt, dass es. Oder HD. Machen wir HD Ready. HD Ready. Ist jetzt nicht ganz das Richtige. Ist ein bisschen gelogen. Aber das ist jetzt nicht so das Problem, finde ich. Zack, Auflösung speichern. Brauchen wir noch eine Checkbox, so. Finde, das gehört auch noch dazu. Aber das soll ein bisschen aus der Masse herausstecken, deswegen machen wir das jetzt mal auf 10. Ich weiß nicht, ob wir das auch noch bold machen sollen. CB Full Screen. So. Gehen wir in der Init-Teil. Load Settings, hier waren wir doch. Und jetzt kommt hier drüber CB. Full Screen. Check it gleich DB. Game Full Screen. Zack, so. Jetzt müssen wir hier noch, das können wir da löschen. Full Screen. DB. Ach, doch, DB. Game Fullscreen gleich CB Fullscreen. Check it. So, jetzt haben wir schon mal übernommen. Auflösung speichern. So. So, wir verschönern das Ganze nochmal. So, jetzt finde ich sieht das Ganze noch besser aus. Obwohl wir die Werte auch noch mal ein bisschen dicker machen könnten. So viel Platz. Versuchen mal die X so in die Mitte zu bekommen der Felder. So. Wie heißen die denn? RB1. RB1. RB2. RB3. So, für Radio-Button. So, jetzt gehen wir hier wieder in den... Hier oben in den Teil.
If db.game high gleich die Höhe, was war das nochmal? Höhe war 1920. War das nicht genau? Ah, das war genau andersrum, ne? Hatte ich eh falsch geschrieben. Muss ich gerade mal gucken. DB. Die Höhe. Genau, die Höhe ist nämlich kleiner als die Breite. Die Breite ist nämlich viel breiter. So war das. RB1.checkit gleich true. RB2.checkit gleich false. RB3.checkit gleich false. So, und hier können wir das die ganzen Differenzen einstellen. Die ganzen warte mal, die Höhe war 720. Oder? Das bringt mich gerade ein bisschen durcheinander mit den ganzen Auflösungen. Was will der hier? So, jetzt geht's doch. Nintendo DS hat er ja auch noch aufgeführt. Quarter HD, Double VGA, Extended Graphics One. High Definition Ready. Y, die Höhe ist 720. Ja, 720. Zu 1280. Zack. So. Können wir mal gucken. Und HD Ready ist ausgewählt, weil wir die Standardqualität HD Ready haben. So. Jetzt machen wir das gleiche noch. Und zwar hier rein. Jetzt können wir das Ganze eigentlich nur kopieren. Ne, wir müssen was anderes machen. Ja, wir können uns das schon trotzdem so ein bisschen rauskopieren. Und zwar jetzt machen wir if rb1.checkit gleich true. Da machen wir db.gameHigh. Höhe war 1080 db.punkt ist gleich 1920. So, und das gleiche kopieren wir jetzt überall hier rein. Hier machen wir die 3 rein, hier machen wir 2 rein. ...720 zu 1280. So. MSG-Box. Und wie hieß der dann? So. Ja,
RB3, RB2. So, und jetzt testen wir das Ganze, ob es funktioniert hat. So, hier Grafik, wir wollen HD normal auswählen, Vorbild nein, speichern. 200, Auflösung 270 zu Dingens. Genau, jetzt gehen wir zurück, Weltraum. Und trotzdem haben wir immer noch... kein... nicht HD, sage ich jetzt mal. Oder wir haben hier im Space was falsch programmiert. Ja, wir haben was falsch programmiert. So, und jetzt gehen wir hier db. So, jetzt haben wir es richtig programmiert. Würden wir jetzt aufs Weltraum gehen, haben wir immer noch Fullscreen, das ist dann egal. Einstellungen, Grafik, wir machen mal Vollbild draußen, um das zu zeigen, schnell. Jetzt gehen wir Weltraum, kleines Bild. Können wir ein bisschen rumfliegen. Einstellungen, gehen wir Grafik, Full HD und nicht Vollbild. Ne, wir machen mal normales und speichern. Gehen wir hier rein und haben wir diesen HD-Bildschirm. Finde ich ganz cool. Und jetzt haben wir wieder Vollbild. So, hat er soweit funktioniert. Dann ist ja soweit alles super. So, das war's von dieser Seite her. Was brauchen wir denn noch? Wir können jetzt mal kurz hier reingucken. Werte dürfen nicht über den Maximert Anti-Cheat-System. Ja, sowas in der Ähnlichkeit können wir jetzt mal machen. Und zwar, wir schließen jetzt mal die Einstellungen wieder. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann gehen wir hier in den Code. Und hier gehen wir in den Update-Status-Bar. Hier haben wir aber keine Verlinkungen. Game Loop. Und zwar in den Game Loop. Und hier machen wir Private Sub Anti-Cheat. So. Anti-Cheat laden wir. So. If db. Sound muted. Oh, bin ja noch im Teamspeak. Fällt mir gerade auch mal auf. Erstmal Teamspeak hier beenden. Wenn ich hier diese Klammer benutze, ist Sound unter oder gleich 0. Then db.user.level gleich 1. Weil man kann kein Level 0 haben. Das ist dann echt Hacking. Und das führt zu Spielfehlern. So. So, mit der if-Schleife können wir jetzt können wir die nächste machen. fdb.ship. So, das Ganze können wir uns nochmal kopieren. So. Brauchen wir das für die Leben? Ja, komm, wir fügen das auch nochmal für die Leben ein. So, jetzt haben wir diesen Verdopplungseffektwert nicht mehr. Und zwar hier unten jetzt 99, 100. 99, 100. Und wenn wir jetzt kriegen wir einen halben dazu. Jetzt funktioniert das soweit auch. Aber wir kriegen nie über 100. Was ich geil finde. Schaden. Ja, bei dem Rest kann man eigentlich nichts anti-cheaten. Okay, den Schaden doch schon. Haben wir nicht maximal Damage auch noch festgelegt?
Maximal Damage Speed. Wollte ich gerade sagen. So. Jetzt haben wir es für den Damage noch festgelegt. Für den Speed machen wir das nicht, aus dem Grund, weil es ja so eine Art Hyperantrieb später geben wird. So. Was machen wir als Funktion? Ah. Bei der Energie mache ich das jetzt mal nicht, weil da ist es ja so, dass es passieren kann. Das ist eine schlechte Programmierung von uns. Obwohl, was heißt schlechte Programmierung, ne? Wir können das ja später noch ändern. So. Und zwar jetzt machen wir das Ganze ein bisschen in die Breite noch. Hier gehen wir dann auf 1280 mal 720. Aus dem Grund, weil wir jetzt hier noch was Kleines hinzufügen. Und zwar noch ein Label. SLB. Das haben wir SLB genannt. SLB XP. Nee. EP. So rum. Wir nehmen das hier. Bottle. Glass. Glass of Milk. Das wollen wir natürlich nicht. Drink. Vielleicht finden wir da was. Drink empty. Nein. Scheiße. Und zwar jetzt gehen wir hier auf Icons. Jetzt haben wir hier die 32er. So. Jetzt müssen wir hier einmal in der riesigen Datenbank von Icons nachgucken. Die ich natürlich nicht alle hier selbst gemacht habe. Ich glaube, das ist wohl allen klar, ne? Diese kann man frei im Internet runterladen. Scheiße. Jetzt müssen wir echt mal gucken. Da brauchen wir ein gutes Symbol. Könnten wir später noch so ein kleines Sticker hinzufügen. Game Monitor, das könnten wir vielleicht auch nochmal verwenden. Multiplier, den könnten wir auch hier verwenden. Oder ich habe eine andere Idee.
XP, hier hatten wir doch mal irgendwie was. Ja, müssen wir gerade mal kurz mit was anderem auskommen. Was haben wir denn hier noch? Machen wir hier den Diamanten. So, jetzt gehen wir hier wieder in den Update Status Bar, und zwar slb.ep.text gleich ep und gleich db.user.a nicht reset user.ep wir haben was vergessen. Public user ep to next lvl s so, und hier fügen wir jetzt ein Modul hinzu, vorhandenes Element. Nee. Vorhandenes Element. VB-Projekte. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ob wir sowas in Space Fighter involviert haben. Gehe nämlich von nein aus. Nein, haben wir nämlich nicht. Scheiße. Haben wir sowas hier drin? Level-System. Ich hoffe, das ist richtig. Gut, wir werden uns jetzt mal kurz Pixelmon angucken. Aus der Liste löschen. Und das Level-System brauchen wir auch nicht. Keyclass Module Level System if alle Definitionen suchen. Alle Verweise suchen so rum. Wie errechne ich nochmal die EP? Wo habe ich das hier deklariert? Das ist jetzt die Frage.
Gut, machen wir unser eigenes Level-System. Zwar keine Klasse, sondern ein Modul. LVL-System. So, ganz einfach und ganz schnell. So. Public LVL. Glaube, ich hatte das 1,2. So. Public Shop. Check. So, da kann ich wenig zu sagen. Und zwar LVL ab und sonst nix. So. Und zwar, das war jetzt ganz schnell programmiert. Ja, überprüft, ob die XP erreicht wurden. Wenn die XP größer sind als die, die man braucht zum Level abkommen, dann geht der Spieler ein Level ab, und zwar dp.user.level.1. db. User.xp gleich 0 wieder. db.user.nextxp mal gleich LVL Multiplier. So. Ganz easy. So. Standardwert ist, weiß ich nicht, was haben wir jetzt hier festgelegt? 10. Sagen wir, brauchen wir ein 20 Level. So ist es ein bisschen spannender. Ja, so, jetzt geht das ganz easy. Und immer wenn man ein Raumschiff tötet, bekommt man XP. Und dann wird überprüft, ob man durch diese XP, die man neu hinzubekommen hat, Level Up ist. Wenn man Level Up ist, dann bekommt man die neuen Fähigkeiten und man muss das Ganze wieder neu freischalten. So, und jetzt können wir das Ganze überprüfen. Starten das ganze Spiel. So, und hier unten EP 0 von 0. Frage ich mal, was wir uns ja wieder falsch. Ach, nicht EP, sondern EP to next level. So. Ja, das war's von dieser Folge und bis zum nächsten Mal.